Yo, was geht ab und willkommen zum nächsten Wundertausch, beziehungsweise zur 101. Woche. Und ja, wir sehen hier, wir sind in Sonne und Mond drin. Heißt, ab sofort wird der Wundertausch komplett in Sonne und Mond stattfinden. Und wie kann man es am besten starten? Richtig, mit einem Mimigma. Ich habe mir so gedacht, hey, ich habe gestern so lange nach diesem Mimigma gesucht. Und ich dachte mir, komm, vertausche ich jetzt mal Mimigma. Und ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ne? Und an der Stelle sei gesagt, ab sofort bestimmt ihr natürlich wieder, wenn das Video auf YouTube online ist, dann werdet ihr das Pokémon selbst bestimmen können. Ne? Also ich lese mir mal wieder die Kommentare durch. Und macht dann halt wieder das Ganze mit den Abstimmungen und dies, das. Natürlich, im Moment gehen nur die Pokémon, die man in der Alola-Region fangen kann. Heißt, den Faden verloren. Nein, also das heißt, ich kann halt nur Pokémon aus der Alola-Region züchten und tauschen und naja. Und ich lese auch hier gerade so Shiny Mimigma. Nein, es ist kein Shiny Mimigma, außer ich finde jetzt gerade ein GIF, eine bewegte Bilddatei von einem Mimigma. Nein. Wie gesagt, es ist kein Shiny Mimigma. Ich habe persönlich noch keine bewegten GIFs zu den Alola-Pokémon gefunden, deswegen lasst euch nicht davon irritieren. Es wird ein ganz normales Mimigma sein, aber ich hoffe, ihr kommt damit klar. So, also, wie funktioniert der Wundertausch? Ihr geht über euer Menü in den Plaza, in den, wie heißt das Ding, Wi-Fi Plaza, und dort geht ihr dann auf Tausch. Ne? Sagt dann Wundertausch und eine Internetverbindung soll natürlich hergestellt werden und das Spiel soll auch gespeichert werden. Genau, über den Festival Plaza. Ich wusste jetzt nicht genau, wie das Ding heißt und bla. Jetzt wird erstmal der Spielsynchron noch mal durchgeführt. Einfach nur, damit ich, ne, ich bin ja bei Pokémon Global Link angemeldet. Ist also relativ unwichtig für den Wundertausch. Pass aber auf, bei Disconnect kann schnell mal 3 Tage Bann sein. LOL. Okay, das ist krass. Das ist richtig krass. Ach, das ist nur mit der GTS. Okay. Mhm. Okay, also wir starten mal in der 8. Box hier und wir sehen hier ganz viele Mimigma. Wir sehen hier, ne, es ist kein Shiny. Sorry, wenn das jetzt hier irgendwie irgendwen irritiert haben sollte. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich habe halt nichts anderes. Tut mir leid. Auf jeden Fall haben wir hier ein süßes kleines Mimigma, das wir sofort vertauschen werden. Wie ändert eigentlich mein Status? Ich kriege das nicht hin. Ich glaube, es geht auch gar nicht zum Skater. Ich glaube, das geht auch nicht. Hast du schon das Manfaxo? Ja, natürlich. Natürlich, das habe ich schon. So. Also, perfektes Wesen. Nein, nein, Jojo, das ist kein perfektes Wesen. Das ist kein perfektes Wesen. So. Also, ich würde sagen, wir legen sofort los. Und sagen Tausch.
So, ich suche nach einem Tauschpartner und mal schauen. Es geht los, der erste Sonne- und Mondwundertausch auf meinem Channel. Das kann ziemlich witzig werden. Nicht zu naiv sein, ich spiele seit 20 Jahren Pokémon. Ein Finne. Und was bekomme ich? Okay, ein Pokémon in Hyperball. Hallöchen, Mullunk. Nice. Warum hast du denn Shiny drin? Das Ding ist, ich habe keine bewegte Bilddatei, Anna. Ich habe keine andere bewegte Bilddatei. Deswegen halt, deswegen halt das Shiny. Es tut mir leid, wie gesagt, anders kann ich es nicht machen. So, also, dann machen wir nochmal einen Tausch. Nochmal den Wundertausch. Tausch starten. Und schauen wir uns mal kurz dieses hastige Mullunk an. Nice. So, dann machen wir nochmal das gleiche nochmal. Hallöchen Kartoffelhase. Nice. Hallo. Ich sag nur, Abras ist neue Zickzacks. Naja, schauen wir mal. Hallöchen Boss. Was geht ab? So, Moment. Und wir machen weiter. Ach so, wieso es Jesse heißt? Naja, Jesse, oder beziehungsweise Team Rocket, hat im Anime ja jetzt wohl anscheinend Migma kommen und ich dachte mir, komm, ich nenne es jetzt einfach Jesse und James und was auch immer. Und Damien aus den Vereinigten Staaten. Hallo Fanmade Endings, hallo Hello TV. Hallo bei Vanox. Und ein Pokémon in einem Hyperball. Ein... Oh, ui! Geht eigentlich auf Oras tauschen? Nein. Es geht nicht auf Oras. Damien versandte ein japanisches Kapuno. Das ist richtig cool. Ich wusste gar nicht, dass man Kapuno überhaupt in der Alola-Region fangen kann, aber ey. Okay. Jetzt muss ich aber gerade mal kurz was schauen. Wenn ich mal kurz auf den Tauscheinladungen. Nee, das passt nicht so ganz. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Naja, wir tauschen mal weiter. Wir machen den Wundertausch. Irgendwo muss man das einstellen können mit dem Status, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach nicht funktioniert. Okay, dann also das nächste Mimigma. Wie kann man erkennen, wenn jemand aus dem WTS bekommt? Das weiß ich nicht, Dragonite. Das weiß ich nicht. Das müssen wir jetzt im Laufe der Videos jetzt herausfinden. Das ist jetzt so, was wir jetzt halt herausfinden müssen. Tut mir leid. Wie gesagt, ich würde dir jetzt echt gerne so Sachen sagen, aber da Sonne und Mond selber erst seit Mittwoch in meinem Besitz ist, kann ich da keine wirklichen Informationen zugeben. Tut mir leid. Ich habe Sonne und der Sonnenaffe ist viel geiler. Ein Italiener, okay. Ciampo. Ein Pichu. Wir geben einfach allen WTS-Pokémon den Nickname WTS. Das könnte man auch machen. Das ist eigentlich ein relativ guter Einwand.
Das ist eigentlich keine schlechte Idee, Fanmate. Das ist echt keine schlechte Idee. Klar, ist natürlich dann ein bisschen scheiße, wenn man dann so ein perfektes Pokémon bekäme, aber... Naja, aber das wäre keine schlechte Idee, dass man einfach das Pokémon mit dem Nicknamen WTS bestimmt. Und wie meine Pokémon heißen, seht ihr ja dann. Ein Pichu. Nice, dann gucken wir uns nochmal den Pokédex-Eintrag an. Es ist noch nicht sehr geübt im Umgang mit Elektrizität. Lässt man es kurz aus den Augen, lähmt es sich schon mal versehentlich selbst. Okay. Alright. So, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Gut, das war nicht geplant. Das war absolut gar nicht geplant. Also, wieder zurück auf den Festival Plaza. Dann schnell mal hier rein, sonst stört mich dieses Geräusch, wenn irgendwelche Leute immer wieder auftauchen. Und wir machen Tausch, wir machen den Wundertausch. Und wir möchten eine Internetverbindung herstellen, bitte. Dankeschön. Ja, das Spiel kann ruhig gespeichert werden. Wo kann man Alola Vulpix finden? Das kannst du im Dorf der Kapu finden. Oder jeder ändert seine Nachricht auf die gleiche. Also die Botschaft, die man sich zum Beispiel jeder stehen hat, zum Beispiel Alola ist die beste Region oder so. Ich weiß nicht, wenn das funktioniert... Weiß ich nicht. So, ein Pichu auf Level 8. Okay, nice. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach weiter. Hallöchen, Latos Kevin. Hallo Michelle, wie geht's? Alola, eine Japanerin. Robball will dich haben. Ah, das ist auch schön von Robball. Hallo Ditto. Ditto! Ist ja nicht so, dass ich jetzt schon links zwei habe oder so, aber hey, ist ja kein Problem. Hallöchen Ditto. Mir geht's auch gut. Danke, Michelle. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, also, wir haben ein japanisches Ditto. Und wir tauschen das nächste Mimikma. So, mal schauen, wohin Jesse denn geht. Patches aus den Vereinigten Staaten Massachusetts. Kann man irgendwie mehr Boxen haben außer 8? Ich denke mal schon. Aber ich denke, die werden jetzt dann im Laufe der Zeit dann... freigeschaltet, je mehr Pokémon man ablegt, oder denke ich mal. Hallo Lillipup. Lillipup. Ich habe schon 16 Boxen, siehst du? Damit wäre deine Frage erledigt. Man kann also mehr als 8 Boxen haben.
Daniel, ich wollte mal fragen, wie das mit dem QR-Code für Magirna macht, der über Sonne und Mond TV-App verteilt wird. Achso. Das ist die Pokémon TV-App, Chiara. Du musst halt die Pokémon TV-App auf dein Handy runterladen. Dann wird dann, glaube ich, am war das 4. Dezember oder so, wird dann der QR-Code für Magirna verfügbar sein und dann kann man sich das halt mit dem QR-Code-Scanner auf seine Edition rüberholen. Denke ich mal, also so, dass es dann so abläuft. Aber wie es dann funktioniert, dazu mache ich ja auch noch ein extra Video, ne? Und dann kann man sich das da auch nochmal anschauen. Dezember. Was auch immer. Lars aus Deutschland. Yo! Oh mein Gott! Alter! Shiny Donarion, ja klar, natürlich. Ist klar. Alter, ist ja klar. Shiny Donarion. Es fliegt umher und wartet auf seine Chance. Mit seinem großen Kiefer. In seinem großen Kiefer speichert es elektrische Energie, die es auf Feinde abfeuern kann. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Guck dir die Trainer-ID an. Das werde ich sofort mal tun. Das werde ich sofort mal tun, Larsam LP. Das werde ich sofort mal tun. Martin. Mhm. Die ID ist 260410. Okay. Warum bekommt Daniel ein Shiny Donarion? Und ich nur ein Raupi? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hector aus Mexiko. Ein Abra. Natürlich kriege ich nicht mal jemanden aus Deutschland. Das kann sein, Fanmate. Ich bekomme nur Müll. Ach, glaub mir, Michelle, das kommt immer. Und dann so, ey, dann bekommt man doch was Besseres. Das kann nicht sein, das entspricht leider den Tatsachen. Ach, Fanmate, glaub mir, der nächste Tausch wird positiv für dich verlaufen. So. Liebe Donarion, der hat einen so krassen Spezialangriff. Bester Anfangskäfer, ja. Der hat einen super Spezialangriff, aber ist halt langsam wie sonst was.
Ja gut, aber ich kann halt nicht auf einen Dex-Eintrag warten. Sorry, Fanmate. Andrew aus den Vereinigten Staaten. Die Dex-Registrierung ist super, aber gerade stört sie, denn sie verbraucht so viel Zeit. Wie gesagt, ich kann es nicht kontrollieren. Tut mir leid. Voll abgehoben, Deabo. Ach, heißt es dann Deabos Team? Alola-Pokémon sind generell langsam, zumindest die meisten. Ja, ja, eben. Das ist halt das Problem der Alola-Pokémon. Leute, soll ich mein Bout soft resetten? Macht es. Nee, das wird ja bei mir dann auch passieren. Das ist ja bei mir genauso eben wie mit Kapuno und mit Pichu gewesen, ne? Dass ich dann auch den Dex-Eintrag hatte. Also von daher. Kämpfe gegen Herrscher Mimigma. Ey, hör mir auf, Panda X. Hör mir auf. Kannst du mal Witze erzählen, die nicht flach sind? Ja, nee, sowas geht nicht. Sowas geht leider nicht. Ist das James Shiny? Nein, das ist kein Shiny. Eine Japanerin aus Japan. Alola! Das ganze System hier ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Ich weiß, Ruffy. Aber es ist ein System, an das man sich sehr schnell gewöhnen wird. Davon bin ich überzeugt. Daniel, ist ab jetzt sonntags nur WTS oder auch ein normaler Stream? Also, ich sag's mal so, Felix. Wir werden den, es ist eine gute Frage. Wir werden den, Wundertausch erst machen, dann lade ich den Wundertausch hoch. Ne, dementsprechend kann ich halt aber auch nicht streamen, heißt nach dem Wundertausch werde ich erstmal pausieren. Und danach werden wir dann auch ein bisschen streamen. Ne, also so ganz normal halt. Geht's danach mit Sonne weiter? Danach geht, also nach diesem Wundertausch geht's auf jeden Fall mit Sonne weiter. Wirst du ein Pokémon aus der WTS in deiner Story verwenden? Nein. Nein. Lenken bei dir auch die Doppelkämpfe? Ja, das liegt aber an dem normalen 3DS. Der New 3DS soll die Probleme wohl nicht haben. Oder nicht so krass. Wird der WTS jetzt immer um 18 Uhr sein? Ja. Er wird immer um 18 Uhr sein. Sakiko! Oh mein Gott, Eevee! Eevee! Ist Despo noch da? Nein, Despo ist nicht mehr da. Ich tausche ein Mimigma und was kriege ich? Ein Migi. Das ist jetzt mal witzig. Kann jetzt nach 4 Monaten nur zugucken. Na, ich kann jetzt nach 4 Monaten nur zugucken, endlich mitmachen. Das ist super, Alola Champ. Das ist richtig super. Das ist richtig, richtig super. So, also wir tauschen. Migi, locker. Das Spiel laggt manchmal auch auf dem New 3DS. Wie gesagt, also ich denke mal, Boss, es ist nicht so krass wie auf dem normalen 3DS.
Ich kann aber mit ein paar Lags und Frame Drops leben. Ja, eben, ich auch. Also, so krass sind die ja jetzt nicht und so viele Doppelkämpfe gibt's halt auch nicht. Freut mich. Ah ja, okay. Eine Japanerin. Eine Japanerin. Oh, Flagmon. Aber ja, um nochmal kurz darauf einzugehen, der Wundertausch ist jetzt immer um 18 Uhr. Ich denke, mit der Zeit können sich super viele Leute anfreunden. Gerade weil 0 Uhr auch eine ziemlich unchristliche Zeit war. Und da dachte ich mir, komm, machen wir es jetzt um 18 Uhr. Und ich denke mal, wie gesagt, da kann sich jeder mit anfreunden. Ist auch eine humanere Zeit und was auch immer. Hallöchen, Castle Crafter. Fand 0 Uhr immer chillig. 0 Uhr ist für mich aber besser gewesen. Ist das normal? Ja. Naja. Solar aus Japan. 18 Uhr ist doof, weil Kind. Ja, sorry, Jesse. Na, aber das Ding ist... Ne, es ist jetzt alles neu. Wir haben jetzt hier Sonne- und Mond-Wundertausch. Wir haben die neue Location. Ach du Heilige! Ein Simsala! Yo! Ne, wir haben ja hier die neue Location und dementsprechend dachte ich mir, komm, will ich auch nicht nachts irgendwie noch was machen oder so. Deswegen. Naja, ein Simsala. Ei. Sein IQ, das hat einen IQ von 5000. Seine Psychokräfte sind so stark ausgeprägt, dass man Kopfweh bekommt, sobald man neben ihm steht. Okay, das ist ein bisschen krass. Daniel bekommt Simsala. Und ich Carpador. Nice, ich bekomme Abra, er bekommt Simsala. Wo ist das Textfeld? Das ist eine gute Frage, Alola Champ. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Simsala, ein Shiny-Mann. Was? Warte. Simsala ist ein Shiny? Nein, ich wollte schon sagen. Ich habe gerade schon voll die Panik bekommen. Null Uhr war super, weil man zu Hause war und nicht eingeschlafen ist. Dann hatte man eigentlich immer Zeit. Aber 18 Uhr ist besser, wie du den Schlafmodus eben. Weil ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr bis, keine Ahnung, bis 1 Uhr oder so wach bleiben. So samstags. Sondern halt, ne, schön. Oder halt bis 1 Uhr aufnehmen oder so. Sondern halt samstags mir schönen normalen Abend machen. Ne, so ganz normal entspannen. Und, ja. Ich denke, das könnt ihr dann auch tun. Neunzehn Uhr wäre perfekt, dann ist er im Bett. 18 Uhr ist mir zu früh, ich schlafe immer bis 20 Uhr. 20 oder so. What? Junge! Japan, Saitama. Bin ich der Einzige, der nur Japaner bekommt? Nein, du hast so eine LP. Nicht nur du bekommst Japaner. Mach schon wieder ein Yawclef.
Wenn der um 18 Uhr schläft, ist der um 3 Uhr wieder wach. Ja, das Ding ist halt, ne? Ich meine, wir können mal, sagen wir es mal so, sagen wir es mal so, wir können mal drüber reden, ne? Also ich würde mal sagen, wir machen auch mal so die Abstimmung, so hey, wann soll der Wundertausch-Sonntag denn sein? Ich meine, ich habe das jetzt um 18 Uhr gemacht, damit wir schön Freitag, Samstag, Sonntag um 18 Uhr haben, damit wir es schön einheitlich haben. Aber ich kann mich nicht an alle richten, es tut mir leid. Ne, aber wir können mal so umfragemäßig mal was machen. 19 Uhr ist zu spät. Siehst du, so, ich kann es keinem recht machen, es tut mir leid. War damals nicht sogar die Begründung, ich mache den Wundertausch in 0, damit weniger Japaner kommen? Ja, irgendwie schon. Nur, das Ding ist halt, tja. Das Ding ist halt. Ja. Ich will halt auch mal wieder einen normalen Schlafrhythmus haben. Damien aus dem Vereinigten Staat Connecticut. Na, no, Ladybar. Oh mein Gott, was ist da draußen los? Sorry, aber. Komischerweise ist die. Ah. Schon sagen. Ich wollte schon sagen, so komischerweise, die Tür ist zu und draußen ist übertrieben laut. Und dann mache ich die Tür auf und plötzlich Totenstille. Ich habe mir so gedacht, das kann nicht sein. Okay, wir haben ein Ladybug bekommen. Dann schicken wir mal das nächste Mimigma mal auf den Weg. Bin nächste Woche auch dabei zum Monatausch. Das ist gut, Reiskocher HD. Das ist sehr gut. Lukas aus Deutschland, Berlin. Reiskocher HD, danke für den Follow. Hallo, ein Sepp. Daniel, Timer vergessen. Oh. Tatsache? Nee, eigentlich nicht. Ich habe den Timer nicht vergessen. Es wurde halt nur viel geschrieben. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Nein, ich habe den halt nicht vergessen. So, oh mein Gott. Also, oh nein, habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, Abra ist das neue Zickzacks. Ja, gut. Müssen wir mal schauen. Lobenlos Dennis, wie sich das so ergibt. Das können wir ja jetzt noch schlecht beurteilen. 100 Zuschauer. Nice. Sehr schön. Vielen, vielen Dank an alle, die hier sind.
Okay, dann habe ich gepennt. Kein Problem, Elsa. Das ist überhaupt kein Problem. Stefan aus Sachsen-Anhalt. Viel Spaß mit dem Enigma, Stefan. Hallo Muschas. Muschas. Wahnsinn, was der Henry so alles vertickt. Na, was vertickt der Henry denn so? Lieber Butzer. Muschas. Gucken wir uns doch mal eben kurz Smushas an. Hat Panzerhaut und Felswurf. Okay. Wir können alle unsere Pokémon James nennen. Ja, wobei ich da die Idee von Fanmade Endings nicht gerade schlecht fand, dass ihr alle eure Pokémon WTS nennt und somit dann sehen könnt, so hey, da ist ein Pokémon aus dem WTS. Wobei natürlich diese Statusnachricht schon besser wäre. Braden aus den Vereinigten Staaten Florida. Oh, Imantis. Imantis. Oh. Ein Imantis auf Level 15. Mit Zornklinge, Blattwerk, Rasierblatt und Wachstum. Ah. Reiskocher HD. Eigentlich nicht. Also das muss ich sagen, so in der 7. Gen, jetzt so beim Züchten, habe ich gemerkt, okay, das geht relativ schnell. Das geht richtig, richtig schnell eigentlich. Was mich ziemlich, ziemlich erfreut. Gerade wenn man mal bedenkt, wie lange man so in XY oder Oras fahren musste, um halt ein, um halt ein Pokémon zu züchten. Und ein Südkoreaner. Ich bin ein Original, ja, ich glaube, das bist du wirklich. Na, ah, Wingull. Also, aber es gibt keine O-Kräfte mehr, das weiß ich. Ach so, ja gut, okay. Das habe ich noch nicht. Bin auch erst nächste Woche dabei. Ne, ich wollte es ja nur schon mal sagen. Also, so. Es ist schon krass, wie schnell das mit dem Züchten eigentlich geht. Ja, das kenne ich noch. Lost Some LP. Das kenne ich noch. So, also, wir haben ein Wingull. Ein Solo-Wingull. In XY und Oras hat es manchmal so lange gedauert, bis ein Ei kam. Teilweise 10 bis 15 Minuten. Das stimmt. Gerade auch, wenn man geschlüpft hat. Das war richtig, richtig heftig.
Nein! Nein, jetzt habe ich meinen DS-Stift verloren. Nein! Wata aus Japan, Aichi. Pokémon Perl. Erstmal fast 30 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Ja, ich auch, Michi. Ich auch. Das ist es mir lieber, was schneller zu sein. Hallo! Mangunior. Hello, Mr. Trump. Young Goose. Okay, machen wir weiter. Die Animation ist ja mal cool. Das stimmt, Vanni. Also als ich so das erste Mal so getauscht habe, nicht im Wundertausch, sondern halt generell, dachte ich so, oh mein Gott, ist das krass. Das ist richtig, richtig cool. Und ich denke mal, so jetzt mit der Zeit werden immer mehr oder bessere Pokémon auch im Wundertausch vertauscht werden. Ne, wir müssen ja alle so, weiß ich nicht, erstmal so weit sein, dass man sagen kann, hey, gut, jetzt kann ich mitmachen und jetzt kann ich auch mal was Gescheites vertauschen und ja. Aber das kommt, wie gesagt, noch. Das ist jetzt so der erste auf meinem Channel. Und, ja. Gib dem Ganzen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Okay, wir haben noch 30 Sekunden. 30 Sekunden. Gabriel aus Brasilien. So circa die nächsten zwei Wochen WTS kommt nichts Gescheites. Das kann sein, Kirian. Das kann sein, aber ich sag ja. So. Das wird jetzt mit der Zeit anders werden. Definitiv. Gibt's schon einen kleinen Tipp, was du nächste Woche vertauschst? Nein, Reiskocher HD. Das entscheidet ihr nämlich dann, wenn das Video auf YouTube hochgeladen ist. Dann schreibt ihr mir in die Kommentare einfach so, ey, du vertauschst bitte das und das und ne, und dann wird's halt so eine Abstimmung geben. Und ja, dann werden wir mal sehen, welches Pokémon dann beim nächsten Mal vertauscht wird. Natürlich, Bedingung ist jetzt im Moment noch, da die Pokémon-Bank noch nicht freigeschaltet wurde oder geupdatet wurde auf die neuesten Versionen. Warte mal, was soll ich sagen? Ach ja, das Ding ist, da es ja noch nicht auf die neuesten Versionen geupdatet wurde, müssen wir halt auf nur Alola-Pokémon zurückgreifen. Oder was heißt nur Alola-Pokémon? Aber halt allen Pokémon aus den Alola-Decks. Ne? Also das heißt, sowohl Raupi ginge, als auch jetzt Mimikma oder Akub oder was auch immer. Ne? Also auf jeden Fall irgendwas, was man züchten kann oder so. Was ziemlich cool wäre. Oh, Inton. Inton. Cookie. Ein Alola Mauzi. Raffi, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, dass du dieses Pokémon bekommen hast.
Ne, also das Ding ist Reiskocher HD. Ich habe mir das jetzt nur schon mal, ich habe euch jetzt mal die Entscheidung abgenommen, weil letzte Woche war ja Beliza und da habe ich mich eigentlich nur bei euch bedankt und da wollte ich eigentlich auch keine Vorschläge haben oder so, gerade weil ja jetzt Sonne und Mond kommt und deswegen dachte ich mir jetzt, komm, zur 101. Woche werde ich dann auch jetzt halt das auch nochmal entscheiden, aber ab nächster Woche seid ihr wieder dran. Kesson aus dem Vereinigten Königreich England. Ein Zubat. Way. Nice. Wie kann man einen Wundertausch machen? Subix, das ist relativ einfach. Du gehst in Sonne und Mond in den Festival Plaza rein, drückst dann halt hier auf Tausch, ne? Das gibt halt die Option, und dann gehst du auf Wundertausch. Das war's. Ne? Und das war's eigentlich. So, Zubat mit Konzentrator. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Tausch. Spätestens im Januar nach dem Pokebank-Update geht es im WTS richtig ab. Auf jeden Fall, Michi. Auf jeden Fall. Weil da hat man ja jetzt dann die Möglichkeit, wieder seine ganzen Pokémon rüberzuholen. Dann kann man mit der Zucht richtig loslegen. Also ich meine wirklich richtig loslegen. Und da kann man auch dann besser mit Zuchtattacken arbeiten und was auch immer. Dann geht's richtig, richtig ab. Das stimmt nicht. Wofür ist der Countdown? Der Countdown ist einfach nur dafür, dass wenn der Bot sagt, tauscht jetzt, dann tauscht ihr. Ja, dann drückt ihr auf A, auf Ja und dann tauscht einfach. Eine Japanerin. Eine Japanerin. Hallöchen, Ibitak. Wichtig, Online-Verbindung muss an sein. Ja, das stimmt. Und schon 19 Uhr. Man muss auch dazu sagen, Kiriant, wir haben ja auch ein paar Minütchen später angefangen. Das muss man noch so mal dazu sagen. Ein mäßiges Ibitak. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Ist ein blaues Meteno shiny? Nein, es gibt blaue Meteno. LOL, mäßig. Froh wäre irgendwie besser. Irgendwie schon. Leroy! Aus Deutschland, Bayern. Gibt es ein Alola-Pokémon Flammkörper? Zum Beispiel Magby? Oder... ich hatte da noch eins. Auf jeden Fall Magby. Okay. Okay, ich höre jetzt mit dem Wundertausch auf. Ach du Scheiße. What the fuck? Ach, du Scheiße. Das kannst du doch nicht machen. Junge. Okay, stopp. Stopp. Ach, du Scheiße. Hör doch auf. Es heißt, es sei die weibliche Endstufe der... Ja, gut. Gut.
Ist das ein Shiny? Nein, das ist kein Shiny. Ja, sorry, Gani, ich kann nichts dafür. Das war einfach nur da. Ich kann nichts dafür, das war der Pokédex-Eintrag. Das ist ein Pokédex-Eintrag, ich kann nichts dafür. Naja, Daniel, ich weiß doch, dass Luna. Bin ja schon voll der Liga. Alles klar, Gani. Alles klar. Marcel aus Deutschland. Achso, ich habe nicht darauf geachtet. Gut. Okay, Kilian, dann vergiss bitte, dass das da war. Weberak. Weberak. C3N4. Irgendwie klingt das nach so einer richtig krassen. Ach, Entschuldigung. Irgendwie klingt das nach so einer richtig krassen Krankheit. C3N4. Vielleicht ist einer von euch ein bisschen schlauer als ich. Hey Daniel, gibt's hier im Stream Spoiler zu Sun and Moon? Also Luke Let's Player? Normalerweise nicht, nein. Noah aus Kanada. Jetzt bin ich aber gespannt. Noah aus Kanada. Ja, Datiri. Also, ne, normalerweise Luke Let's Player. Wie gesagt, wenn da mal irgendwas sein sollte, dann ist das im Spiel selber und dann kann ich nichts dafür. Ne, aber ich gehe mal so davon aus, dass normalerweise hier keine Spoiler auftreten. Ich habe fast 16 Stunden gespielt und habe meinen Starter noch nicht. Das ist richtig bitter, Johnny. Das ist richtig bitter. Luca aus Italien. Na, ah, Pepek. Pepek, Pepek, Pepek.
Pipek Level 2. Man kann sich ja leider nicht aus Gen 6 treffen. Hab halt nicht keine Boxen voller Pokémon. Also du meinst, du hast keine Boxen voller Pokémon. Ja, ist in Ordnung, Lucas Player. Wie gesagt, das kommt halt jetzt noch so mit der Zeit. Pit aus Anguilla. Na, ah, Pampuli. Süß. Pepek in Shiny ist bestimmt, ist voll hübsch. Na. Ah. Mudbray. Mudbray. Pampuli, Pampuli. So, Pampuli, Level 14, Scheu und Zähigkeit. Lehmschädel, Lehmsuder, Pflüger und Dampfwalze. Hast du das Spiel schon durch? Nein. Ich bin gerade, also, ne, das ist jetzt kein Spoiler oder so. Ich habe gerade die zweite Prüfung der dritten Insel gemacht. Pampuli, ah. Ich meine, Pampros ist schon ein cooles Pokémon, aber es passt halt nicht in meine, passt halt nicht in mein Team rein. Kommt jetzt dann auch, ich komme dann jetzt auch zu der Prüfung. Okay, Green Gandalf, alles klar. Oh mein Gott, NYTB, danke für den Follow. Theo. Theo, Theo? Ah, oh, Gironimats. Panda X8, ja, das tut's. Also es sind 5 Euro im Jahr. Im Jahr, nicht im Monat, sondern im Jahr. Was es nicht viel ist, meiner Meinung nach. Wie, es gibt Inseln? Spoiler! Ja, Fanmade im Jahr. Oh, wir kommen jetzt auch schon zum letzten Mimikma. Und das heißt auch, man kann Pokémon fangen? Spoiler! Gut, ja, ich würde sagen, Iago aus Brasilien, Rio de Janeiro, wird jetzt das letzte Mimikma bekommen und dann ist der Wundertausch für heute auch vorbei. Ah, Flagman. ja, auf jeden Fall war es das jetzt für heute. Und denkt daran, beim nächsten Wundertausch, oder für den nächsten Wundertausch seid ihr verantwortlich, wenn das Video auf YouTube online kommt, dann schreibt in die Kommentare, welches Pokémon aus dem Alola-Dex ich denn beim nächsten Mal vertauschen soll.
Und vielleicht ist dann euer Pokémon ja dabei. Wer weiß. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Haut rein und ciao.